So, meine Damen und Herren, es ist so, Politiker sind ein besonderes Völkchen, die reden alle gerne. Und da wir alle gerne reden, schenken wir uns einfach, glaube ich, mal die Pause und kommen jetzt direkt zu unserem Bundessprecher. Seit Juli 2015 Bundessprecher der Alternative für Deutschland. Herr Dr. Jörg Meuthen, ich freue mich auf seinen Vortrag. Ja, mir geht's wie Herrn Gauland. Ich bin einigermaßen geplättet, schon bevor ich einen Ton gesagt habe, so begrüßt zu werden. Herzlichen Dank, das ist sehr schön. Und ich sage es frank und frei, das tut auch gut. Ja, ich beginne, wenn ich rede, immer mit ein paar Worten des Dankes. Der erste Dank, den ich auszubringen habe, ist an den Kreisverband Warendorf für die perfekte Organisation dieser Veranstaltung. Das ist klasse. Der zweite Dank gilt meinen Vorrednern. Denen danke ich ganz besonders, dann kann ich nämlich vieles weglassen. Weil das ist redundant. Und dadurch muss ich nicht ganz so lange reden und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wissen Sie, ganz offen gesprochen, es ist die Höchststrafe, als Dritter und Letzter reden zu müssen, wenn die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Manchmal hat man die Chance, dass die Redner davor nicht gut waren. Dann kann man da noch einen Punkt setzen. Aber hier ist das Gegenteil der Fall und das macht es natürlich besonders schwierig. Aber ich nehme das gerne an. Ich spreche auch nie, ich glaube, das ist heute Abend noch nicht genannt worden, ohne einen Dank an die uns schützende Polizei und an die Security auszusprechen, ohne dass ihr gar nicht möglich wäre. Und schließlich der vierte und letzte Dank, der gebührt Ihnen für den Mut, dass Sie überhaupt gekommen sind. Das ist nicht selbstverständlich. AfD-Veranstaltungen werden ja oft, na, ich formuliere es mal euphemistisch, etwas kritisch begleitet von uns nicht so gewogenen Personen. Und zuweilen ist das sogar ein bisschen gefährlicher, so Veranstaltungen zu gehen. Aber auf diese Art und Weise verschaffen wir uns Gehör. Und zwar ganz ungefiltert. Da wird nichts weggeschnitten, da haben Sie das Original. Und das, was Sie hier machen, ist eigentlich gelebte Demokratie. Sie kommen zu unseren Veranstaltungen. Und für mich ist das jetzt in dieser Woche die vierte Veranstaltung. Und wissen Sie, was schön ist? Die sind alle so voll wie diese. Und das ist herrlich. Und ich erlaube mir einen ersten kleinen Seitenhieb. Ich gebe zu, der setzt einen gewissen Masochismus Ihrerseits voraus. Aber ich empfehle Ihnen, gehen Sie doch mal alternativ zu einer Wahlkampfveranstaltung hier in der Region von CDU und SPD. Von den anderen will ich gar nicht sprechen. Ach, tun Sie sich das doch mal an. Sie werden einzeln mit Handschlag begrüßt, da gehen nicht viele hin. Und das ist auch gut so. Vergleichen Sie das mal. So, der Dankesworte damit genug. Ich komme gleich zum Inhalt. Und ich eröffne mal so, das mache ich eigentlich schon die ganze Woche, dass ich darauf hinweise, dass wenn man unseren bekanntermaßen ja zahlreichen Gegnern Glauben schenken würde, so wäre, dass vor Ihnen hier ein tief deprimierter, geradezu depressiver, womöglich suizidgefährdeter Parteivorsitzender stehen müsste. Denn was wird nicht alles über uns verbreitet? Die Flüchtlingszahlen gehen angeblich immer weiter zurück, bekommen wir zu hören. Das Problem sei weitgehend gelöst, das sei katastrophal für uns Rechtspopulisten, denn andere Themen hätten wir ja gar nicht. In Umfragen stürzen wir vorgeblich ab und außerdem sind wir ein völlig zerstrittener Haufen, der sich selbst zerlegt. Das alles wird über uns kolportiert, es wird ganz still im Saal. Meint der Mann das ernst? Nein, ich erzähle Ihnen nur, was über uns so berichtet wird. Nun sehen Sie aber, dass diese Veranstaltung, und ich bin ja nicht der erste Redner, nicht nur eine gut besuchte, sondern auch eine sehr optimistische, geradezu fröhliche Veranstaltung ist. Und auch ich stehe vor Ihnen als ein ganz anderer, nämlich optimistischer, zuversichtlicher und frohgemuter Parteivorsitzender. Warum?
Na, weil all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, Sie werden es ahnen, schlicht nicht stimmt. Und das beginnt, oder darf ich mich schon kurz fassen, weil einiges davon schon gesagt wurde, beim ersten Wort, die Flüchtlingszahl. Da stimmt das Wort Flüchtling nicht. Denn da, schauen Sie, das wird hier selbstverständlich so behandelt. Und ich will einräumen, für einige stimmt das durchaus. Flüchtlinge sind Menschen, die aus bedrohten Regionen zu uns kommen, es sind Schutzsuchende. Und ja, die gibt es unter denen, die da zu uns kommen, aber die allermeisten sind nicht Schutz, sondern Schatzsuchende. Und das müssen wir auch realisieren. Was wir denen übrigens nicht vorwerfen, um auch das mal zu markieren, weil man immer sagt, wir hätten was gegen diese Menschen. Nein, nein, diese Menschen tun nur das, was Sie und ich in deren Situation wahrscheinlich auch täten. Wenn Sie in sehr kritischen Weltregionen leben, in denen Sie Armut zu befürchten haben, in denen es nicht so gut aussieht wie bei uns, und Sie bekommen als junger Mensch die Möglichkeit, in eine andere Region zu ziehen. Grenzen sind offen und Sie können da hingehen und es wird Ihnen sozusagen versprochen, Sie kommen in eine Region, in der Milch und Honig fließen, in der Sie Autos, Haus und viele andere Annehmlichkeiten bekommen. Ja, warum sollten die das nicht tun? Insofern richtet sich unser Vorwurf nicht an diese Menschen. Und wir haben denen auch nicht böse zu begegnen. Deswegen haben wir auch nicht vor Flüchtlingsunterkünften zu demonstrieren und das tun wir nicht, sondern dort, sondern allein dort, wo die Verantwortlichen für dieses Desaster sitzen, die nämlich Versprechungen machen, die nicht zu halten sind, die den Magneten angestellt haben, die damit uns einen Bärendienst erweisen, uns schon länger hier Lebenden, sprich dem deutschen Volk, wie auch denen, die da kommen, weil die Versprechungen natürlich nicht eingehalten werden können, schon gar nicht, wenn man die Grenzen aufmacht und die in dieser Zahl kommen. Also müssen wir demonstrieren dort, wo die Ursache für diese Bewegungen sind und dann müssen wir demonstrieren vom Kanzleramt. Da ist unser Widerstand richtig. Ich seziere das noch ein bisschen weiter. Die Flüchtlingszahlen, lassen wir das Wort Flüchtling jetzt mal stehen, auch wenn es nicht ganz stimmt, wie ich gesagt habe, gehen also vorgeblich zurück. Dazu brauche ich nicht viel sagen, weil Alexander Gauland hat dazu alles Maßgebliche ausgeführt. Sie gehen nicht zurück. Es ist Quatsch. Wenn Sie sich die Abschiebezahlen anschauen und Sie vergleichen das mit den Menschen, die Monat für Monat hier reinkommen, dann stellen Sie fest, dass das, was in einem Jahr abgeschoben wird, in wenigen Tagen an schierer Zahl von Menschen wieder hier ist. Das heißt, es werden mehr. Und ich muss nicht mehr darauf verweisen, weil Alexander Gauland das schon getan hat, dass da noch kommt der Familiennachzug, weil wir die Problematik mit der Mittelmeerroute haben und auch weil, das kann ich vielleicht ergänzen, weil der türkische Präsident Erdogan sich anschickt, die Schleusen ein Stück weit wieder zu öffnen und die ihm verliehene Macht, von Frau Merkel übrigens verliehene Macht, durchaus zu unseren Ungunsten zu nutzen. Und insofern gehen die Zahlen tendenziell eher wieder hoch und die Menschen spüren das und sie wissen, dass die Zahlen derer, die bereits hier sind, entschieden zu hoch sind, denn wir können es in dieser Zahl nicht bewältigen und das ist das Problem. Nun, was habe ich noch gesagt? Das Problem ist also nicht gelöst. Andere Themen hätten wir Rechtspopulisten nicht. Nun, andere Themen haben wir. Zunächst einmal wir, auf das Wort der Rechtspopulisten komme ich noch. Wir haben, und darum bin ich ein stolzer, ein wirklich stolzer Parteivorsitzender, wir haben zu allen politischen Themen unserer Zeit unsere alternative Programmatik. Wir haben ein komplettes Parteiprogramm. Und wir haben ein komplettes Wahlprogramm. Und beides kann sich sehen lassen, gerade im Vergleich zu den Programmen der anderen. Und dann zu behaupten, was allenthalben getan wird, das sind die AfD, das sind die mit dem einen Thema, die haben sonst nichts. Ja, meine Damen und Herren, da fängt dann wirklich die Lüge an. Das ist schlicht falsch. Ich kann akzeptieren, dass man sagt, wir sind mit deren Programm nicht einverstanden. Ja, das ist demokratischer Diskurs, das darf sein. Aber zu behaupten, wir hätten zu den anderen Themen nichts zu sagen, mit Verlaub, das ist schlicht Mumpitz. Und den Mumpitz, den sollten Sie bitte nicht glauben, sondern überprüfen Sie das, schauen Sie in unsere Programmatik hinein und Sie werden feststellen, dass wir zu allen Themen, die können wir heute Abend gar nicht alle illustrieren, auch wenn wir hier noch so viele Redner hätten, könnten wir das nicht, weil wir zu all diesen Themen sehr viel zu sagen haben.
Und dann ist ja dieser vermeintliche Absturz in den Umfragen. Ja, da ist natürlich der Wunschvater des Gedankens unserer zahlreichen Gegner. Wissen Sie, das ist keine Entwicklung von solchen Daten ist eine lineare, die immer nur aufwärts geht, sondern das hat Zacken. Und wir hatten jetzt kurzfristig mal eine kleine Delle und nun geht das wieder hoch. Keine Umfrage sieht uns derzeit auch nur in der Nähe der 5%-Hürde, die uns noch vor einigen Wochen prophezeit wurde, sondern wir stehen stabil bei 10%. Und ich sage Ihnen, damit werden wir es kein Bewenden haben lassen. Wir sitzen im nächsten deutschen Bundestag mit mehr als 10%. Wir haben alle miteinander aus politischer Leidenschaft ein Ziel. Und dieses Ziel ist sehr, sehr klar. Wir wollen nicht nur im Bundestag sitzen, das werden wir sowieso. Daran zweifelt kein Mensch, der sich ernsthaft mit Politik beschäftigt. Sondern unser Anspruch für diese Wahl ist der ist ambitioniert, aber hier sage ich mal, wir schaffen das, drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag zu werden. Und natürlich werden wir Oppositionskraft sein, denn wir werden uns nicht in irgendeine Koalition begeben. Man wird uns nicht fragen. Wenn man uns fragte, würden wir es aber auch ablehnen, weil mit den Parteien, die da derzeit sind, kann man nicht koalieren. Ich muss mir das Glas immer von unten holen, weil ich das hier nicht abstellen kann. Nicht, dass Sie meinen, ich duck mich weg. Das ist einfach so. Ich bitte um Nachsicht. Der nächste Punkt ist der. Die Umfragen sehen uns Rechtspopulisten. Das wird immer so implizit mit insinuiert. Wir sind die Rechtspopulisten, die sehen uns unten. Populismus ist gnadenlose Vereinfachung sehr komplexer Zusammenhänge. Und mit Verlaub, was Sie von uns bekommen, und das überprüfen Sie bitte auch, ist faktenbasierte Politik. Wir arbeiten in allen Parlamenten, in denen wir sind. Mit Zahlen, Daten und Fakten. Das ist zuweilen staubtrocken, aber es ist notwendig, weil so geht gute Politik. Gute Politik muss faktenbasierte Politik sein. Und so versucht man uns dann nachzusagen, und das misslingt denen immer mehr, wir seien Rechtsextremisten. Meine Damen und Herren, wir sind nicht Rechtsextremisten, wir haben allerdings ziemlich oft ziemlich extrem viel Recht. Das ist aber etwas anderes. Ja? Zu dem völlig zerstrittenen Haufen lassen Sie mich gleich noch was sagen, das geht ganz schnell, auch das ist ein ziemlich hohler Vorwurf. Ich möchte zunächst einmal mal auf die Situation eingehen. Wir sind jetzt 3,5 Wochen vor der Bundestagswahl und wir haben, ich gehe es mal so an, dass ich unsere Gegner durchgehe und das jeweils dann mit ein bisschen auch unserer alternativen Thematik garniere. Wir haben sehr heftige Gegner, sehr entschlossene Gegner und die gehe ich mit Ihnen einmal durch. Die erste Gruppe der Gegner, das sind die Kartellparteien. Und dieser Begriff der Kartellparteien ist sehr bewusst gewählt. Man kann sagen Altparteien, weil sie schon immer da waren, oder jedenfalls länger als wir, aber ich finde den Begriff der Kartellparteien viel passender. Schauen Sie, der Begriff des Kartells kommt aus der Ökonomie. Und ein Kartell in der Ökonomie, das sind Unternehmen, die sich zusammenschließen, die einen Markt sich aufteilen, mit dem versuchen die, sich unliebsame neue Konkurrenz vom Hals zu halten, weil sie den in diesem Markt zu akquirierenden Gewinn unter sich aufteilen möchten. Das ist verständlich. Das ist auch okay, weil das ist Wettbewerb und dem muss man sich stellen. Allerdings gibt es dabei unlautere Praktiken. Und weil es die gibt, sorgt das Bundeskartellamt als Behörde gemäß eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen dafür, dass das regelgebunden vor sich geht. Und darum funktioniert das auf Märkten üblicherweise gut. Und in der Politik haben wir den gleichen Zusammenhang. Auch hier haben wir einen Markt, wir haben den politischen Markt, da geht es nicht um Gewinn, sondern um Stimmenmaximierung. Das ist das Ziel und das ist soweit legitim. Und da versuchen sich nun die Kartellparteien, die neue Konkurrenz, das sind wir, vom Leib zu halten. Und wissen Sie, was wir nicht haben? Ein politisches Kartellrecht. Das haben wir nicht. Und deswegen können die bei der ganzen Geschichte eben auch unlauteren Wettbewerb machen.
Gegen lauteren Wettbewerb ist nichts einzuwenden. Dass die uns bekämpfen, ist legitim, das müssen die tun. Das sind Parteien und die kämpfen um Mehrheiten und das ist soweit legitim. Kritisch wird das dann, wenn der Wettbewerb unlauter wird und hier haben wir kein Wettbewerbsrecht dagegen. Es gibt also ein solches Kartellamt für politische Parteien nicht. Und dann kommt es natürlich auch zu schäbigen Tricks und mit denen haben wir in der Tat zu kämpfen. Dann haben wir auf einmal Bündnisse gegen rechts, die heute schon angesprochen wurden. Und da werden dann Aktionskits gegen rechts verteilt. Da geht es darum, Wahlkampfstände der AfD wörtlich unschädlich zu machen. Und das ist nicht nur die Antifa, sondern da finden Sie namhafte Repräsentanten der Kartellparteien, die sich dem anschließen und die auf einmal mit der interventionistischen Linken, die für die Untaten in Hamburg mitverantwortlich waren, paktieren, um gemeinsam mit denen eben unsere Wahlkampfstände, wie Sie es nennen, unschädlich zu machen. Womöglich auch unsere Autos zu entglasen und anderes mehr. Und da finden Sie ganz illustre Namen. Da finden Sie die Ministerpräsidentin Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern in diesem Bündnis. Da finden Sie Bundesministerin Bahler, da finden Sie Cem Özdemir von den Grünen, da finden Sie Herrn Rixinger, da finden Sie Frau Göring-Eckardt und viele andere mehr. Und die verwechseln das irgendwie mit Demokratie. Nun könnte man sagen, ist ja alles ganz schrecklich und dann können die ja gar nicht wirken. Oh doch, wir wirken und wie wir wirken. Weil wir sie nämlich sukzessive zwingen, bestimmte Dinge nicht mehr tun zu können. In der vergangenen Woche hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière etwas Wichtiges getan und etwas Richtiges getan. Er hat nämlich links unten in die Media als Homepage und als Organisation verboten. Sehen Sie, so kommt völlig unbeabsichtigt von mir, der Bundesinnenminister von der CDU hier zu seinem Applaus. Der Clou ist der. Der Erste, der das in diesem Land gefordert hat, dass diese Seite verboten gehört und dass diese Organisation stillgelegt werden muss, das war ich. Und zwar am Stuttgarter Parteitag vor einem Jahr. Da haben die nämlich unsere Teilnehmerliste des Parteitages geknackt und dann hatten die unsere ganzen Adressen und dann waren wir berechtigterweise in Furcht und es gab so manche Hausbesuche, wie die das nennen. Und deswegen hatte ich das damals gefordert. Nun gut, Ding will Weile haben. Sie sehen daran, und das ist wichtig, auch aus der Opposition heraus, selbst im Bundestag aus der außerparlamentarischen noch heraus, dauert ja nur noch wenige Wochen, AfD wirkt. Und das ist ganz wichtig. Ja? Nun will ich gar nicht das lange Sündenregister, das es da gegen uns gibt, an schäbigen Methoden hier rezitieren. Der Abend nähme kein Ende. Ich will auf etwas anderes hinweisen. Die sagen uns nach, wir hätten Angst. Wenn Sie hier also klatschen, wenn Sie AfD-Mitglied oder zumindest AfD-affin sind, dann sind Sie für die Angstbürger. Weil wir haben Angst um unsere Altersbezüge, wir haben Angst um unsere Sicherheit, wir sind ganz ängstliche Subjekte vorgeblich. Und deswegen sind wir Angstbürger. Und ich sage Ihnen dagegen, aus eigener Erfahrung, aus der Erfahrung vieler, die ich kenne aus meiner Partei, wenn man Angst hat, kann man für die AfD Politik nicht machen. Dazu braucht es Mut, viel Mut, das sage ich Ihnen. Was wir sehr wohl haben, ist Sorge. Das eint uns tatsächlich. Wir sind in Sorge. Wir sind in Sorge um unsere Heimat. Wir sind in Sorge um unser Vaterland. Wir sind in Sorge um die Zukunft unserer Kinder in diesem Land. Und wir sind das alles wegen der desaströsen Politik, die diese Kartellparteien in Berlin seit langer, langer Zeit machen. Also was anderes. Gleichwohl ist Angst im Spiel. Nur eben nicht bei uns, sondern bei unseren Gegnern. Die haben Angst. Die haben Angst, nicht wir. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Und ich sage Ihnen das mit unverhohlener Freude. Diese Angst ist wohl begründet. Denn die fürchten vor allem, um was fürchten die? Die fürchten um ihre prall gefüllten Futtertöpfe. Nicht? Das ist nämlich das, was dieses Kartell zu verlieren droht und sie werden feststellen, dass die schmerzliche Verluste hinnehmen müssen und davor haben die Angst. Das ist mir durchaus nachvollziehbar und diese Angst freut mich. Und die sehen, wir haben die letzten 14 Wahlen gewonnen. 14 Wahlen.
Europaparlament, 13 Landtage, jeweils von null kommt überall drin. Und die wissen ganz genau, am 24.09. folgt der 15. Streich. Und, ja? Und lassen Sie mich, wenn ich heute schon mal unbescheiden bin, noch was Unbescheidenes hinzufügen. Da sind also zwei vermeintlich große Parteien, die CDU und die riesengroße SPD. Und dann sind da die sogenannten vier kleinen Parteien. Die kennen Sie. Und die balgen sich also jetzt um Platz 3. Und da sind wir eine von diesen vier kleinen. Es gibt nur einen Unterschied und den dürfen Sie bitte nicht übersehen. Die anderen drei kleinen Parteien sind wirklich kleine Parteien, weil sie nämlich Klientelparteien sind, weil sie eine sehr überschaubare Wählergruppe haben. Das gilt für die Grünen, das gilt für die Linken, das gilt erst recht für die FDP. Aber diese vierte Partei, die da mitmischt, nämlich wir haben ein ganz anderes Wählerpotenzial als diese drei Parteien. Wir sind diejenigen, und das löst deren Angst aus, wir sind diejenigen, die das Potenzial haben, hier zur neuen Volkspartei zu werden. Und das macht den Unterschied. Ja. Ich wollte ja eigentlich heute auch was zu Sigmar Gabriel und Johannes Kahrs sagen. Ich kann es mir auch nicht ganz verkneifen, obwohl Alexander Gauland dazu eigentlich schon alles gesagt hat. Ich will es vielleicht noch in einen anderen Kontext stellen. Wenn dieser Johannes Kahrs über Alexander Gauland sagt, der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer, solche Arschlöcher braucht niemand, dann sehe ich darin nicht nur die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage, zumal er selber die Kanzlerin entsorgen wollte, sondern ich frage mich auch, wie verzweifelt muss man für eine solch abgrundtiefe Verkommenheit eigentlich sein, um einen solchen Kram zu äußern? Wir antworten nicht mit gleicher Münze. Niemand von uns tut das. Wir sind etwas klüger, wir sind auch gelassener, denn wir sind auf einem anderen Weg als die SPD erkennbar. Wir haben eigentlich nur noch Mitleid mit einer solchen SPD, die Leute wie Kahrs, wie Özoguz, wie Stegner, wie Schulz, wie Gabriel, tut weh, ich hör auf, die, eine Partei, die solche Leute als Führungsfiguren in ihren Reihen, ich kann es nicht anders sagen, dulden muss. Wie verzweifelt müssen die sein? Da ist niemand mehr von Format in dieser alten, stolzen Partei. Niemand mehr. Und da ist der Unterschied zur AfD offenkundig. Der ist ganz simpel. Die SPD ist eine Volkspartei im Niedergang. Die AfD ist die neue aufstrebende Volkspartei. Das spüren die und darum kommt diese Angstbissigkeit von denen, in denen die völlig die Kontenance verlieren. Das erklärt es. Das ist der Punkt. Ja? Und ich erinnere noch einmal ein letztes Mal daran, dieser Anspruch, Volkspartei zu sein, der ist nicht so dick aufgetragen, wie es scheint. Es ist unserer jungen Partei gelungen, in Mecklenburg-Vorpommern die CDU zu schlagen. Und ich war selbst lustvoll dabei, als Spitzenkandidat damals noch, als es uns gelungen ist, in Baden-Württemberg die SPD zu schlagen. Das hat Spaß gemacht. Das war, ich gebe das zu, eigentlich bis jetzt der schönste Tag meiner politischen Laufbahn. Und es dürstet mich danach, das zu wiederholen. Und gemeinsam schaffen wir das auch. Ja? Und wir schaffen das, und damit schließe ich das thematisch ab, dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen, weil dazu eigentlich alles Maßgebliche gesagt wurde, weil wir die Einzigen sind, die zum Beispiel konsequent auf eine Grenzschließung drängen und weil wir konkrete, klare Vorstellungen haben, wie wir diese Riesenmigrationsproblematik beseitigen wollen. Weil wir die Einzigen sind, die da nicht rumeiern, sondern die klare Position beziehen. Die anderen kopieren uns verbal
schießen sich dann aber immer wieder ins eigene Knie mit ihrer Politik. Sie sehen das bei Frau Merkel, die sagt, Obergrenzen gibt es mit mir nicht. Dann haben wir noch den Seehofer-Horst in Bayern, den Heißluft-Horst, wie ich ihn immer nenne. Ja? Viel heiße Luft um nichts. Ja, der Heißluft-Horst, der sagt dann, erst fordert er eine Obergrenze, dann sagt er, jetzt fordert er so wieder nicht. Mal gucken, was er als nächstes fordert. Im Wesentlichen landet er immer wieder als Mutis Bettvorleger, das ist er seit langer Zeit, ja. Muttis Bettvorleger. Das ist für mich das letzte große Mysterium, für das ich keine Erklärung habe, wieso diese Frau Mutti genannt wird. Und ich fange an, das selber zu übernehmen. Es ist abstrus. Ich komme zur zweiten Gegnergruppe. Das sind die Medien. Und nein, ich werde jetzt nicht den Fehler begehen, von Lügenpresse zu reden. Ich rede nicht mal von Lückenpresse, obwohl beides zuweilen stimmt. Sondern ich habe da eine sehr differenzierte Herangehensweise. Dazu habe ich zu guten, auch fairen Kontakt zu Journalisten, die ich kenne, und die alle in einen Sack zu stecken und draufzuhauen, das soll meine Art nicht sein. Und das tun wir auch nicht. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es mit einigen doch gewaltige Schwierigkeiten gibt und das eben zu teilen mit uns ausgesprochen unfair umgegangen wird, das ist auch Teil der Wahrheit und das muss man sagen dürfen. Und da sind natürlich vorne dran die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und Anstalten, das sind sie wirklich. die ich neuerdings gerne als Agenturen für betreutes Denken bezeichne. Ja? Und dies nicht grundlos, das ist keine unbegründete Polemik, sondern was mich stört, und da wird die Sache dann ernsthaft, ist, wenn wir einmal für einen Moment akzeptieren, dass es sie überhaupt gibt und dass sie notwendig sind, lassen wir stehen, ich habe da so meine Zweifel, aber die will ich hier nicht thematisieren, dann ist ihr Auftrag doch ganz sicherlich darin, zu informieren und ausgewogen Bericht zu erstatten. Und was wir stattdessen bekommen, ist in aller Regel schon in der Anmoderation zu den Themen eine Mischung aus Information und Kommentar. Wenn von vornherein zum Beispiel von den Rechtspopulisten von der AfD die Rede ist, dann haben wir schon den ersten weg, da ist noch überhaupt nichts Inhaltliches vorgekommen. Haben Sie jemals gehört, dass von den Ökopopulisten von den Grünen gesprochen wird? Ich nicht. Aber warum nicht? Das wäre eigentlich viel zutreffender. Denn nochmal, Populismus ist gnadenlose Vereinfachung. Und ich kenne keine Partei. Ich bin da in der Tat ein armer Mensch, weil ich sitze im Baden-Württembergischen Landtag und da stellen die Grünen die Regierung und sind großer Partner und nicht kleiner wie die CDU. Die arbeiten mit Methoden, die sind irre. Also da ist der Verkehrsminister Herrmann ein sehr skurriler Typ und da haben wir unseren Ministerpräsidenten Kretschmann, er sagt das auch. Die fordern dann eben einfach so mit Werbe das emissionsfreie Auto. Das emissionsfreie Auto. Also, wissen Sie, man muss nicht Physik studiert haben, um zu wissen, dass das ein Ding der physikalischen Unmöglichkeit ist. Ja? Was für ein gnadenloser, um nicht zu sagen, populistischer Quatsch ist das. Nicht? Sie müssen, also ich meine, wenn so ein Auto, die meinen, das Auto fährt, ohne zu imitieren. Ja? Dann dürfen die allerdings nicht bremsen, weil beim Bremsen emittiert es schon Feinstaub übrigens. Und wenn die das nicht wollen, dürfen die nicht bremsen, bei den Grünen eine reizvolle Vorstellung. Aber so weit will ich nicht gehen. Damit mich dann niemand etwas falschen zeigt. Ich möchte lediglich, dass die politisch an die Wand fahren. Das allerdings wünsche ich mir von Herzen. Ja? Um etwaigen Missverständnissen hier vorne in der ersten Reihe wird mitgeschrieben, vorzubeugen. Ja, so, aber Sie haben das, alles gut, schön. Gucken wir noch mal etwas genauer hin. Also die Grünen wollen mit diesen E-Autos, um mal etwas thematischer dazu zu sagen, die wollen also unser Klima retten. Wir sind übrigens die Klimaleugner.
auch das Kokolores. Also Klima kann man nicht leugnen. Wir streiten uns mit denen darüber, ob es einen Klimawandel gibt. Nicht, dass es ihn gibt, den gibt es natürlich, den gab es immer, sondern ob der anthropogenen Einflüssen geschuldet ist, also menschlichen Einflüssen. Darüber kann man streiten, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Und wir sind da eher der wissenschaftlichen Minderheitsmeinung, die ist aber gut begründet. Aber übernehmen wir doch mal deren Sichtweise, dass CO2 ein Gasdichtzeug ist. Ja, dem Klima nicht dienlich. Ist eine etwas skurrile Sichtweise, aber es ist die Sichtweise der Grünen, die neigen zu Skurrilitäten. Dann müssten die doch bei ihren E-Autos bitte auch den Produktlebenszyklus mitnehmen. Dann müssten die eine Ökobilanz machen von der Urproduktion bis zur geordneten Entsorgung eines solchen Automobils. Anders geht das nicht. Und wenn die das machen, dann würden die feststellen, da gibt es eine Studie, die die geflissentlich ignorieren, dass zum Beispiel beim Automobil der Marke Tesla, dürfen die meisten kennen, die Produktion einer solchen Batteriezelle, einer großen, 17,5 Tonnen CO2-Emissionen mit sich bringt. Das ist ungefähr so viel, wie so ein Diesel im Laufe von 8 Jahren im Normalbetrieb emittiert. Und da ist es dann ziemlich wahnsinnig zu sagen, dass E-Autos die klimaunschädlichen Autos sein. Wenn Sie die Ökobilanz von dieselgetriebenen Fahrzeugen und E-Autos nebeneinander legen, werden Sie zu verblüffenden Ergebnissen kommen. Darüber kann man, und das beklage ich, mit den Grünen nicht mal diskutieren, weil es nämlich schlichte Ideologen sind und weil es schlichte Populisten sind, die diskutieren. Ja? Und das ist dann faktenbefreiter Populismus. Ich habe Herrn Kretschmann neulich im Landtag gesagt, Herr Kretschmann, Sie sind auch ein Flüchtling. Der guckt mich groß an, ich sage, Sie sind ein Faktenflüchtling. Ja? Und so ist es auch. Lass mal stecken. Es sind übrigens zu Teilen auch, ich komme zurück zu dem Medienthema, es sind zu Teilen auch die Printmedien, die nicht öffentlich-rechtlich sind, die Dinge insinuieren, die nicht seriös sind, um das Mindeste zu sagen. Ich zitiere da seit einiger Zeit die Frankfurter Allgemeine, die vor wenigen Wochen einen Artikel drin hatte, ganzseitig, von Professor Falter, einem Politikwissenschaftler aus Mainz, der uns höflich formuliert nicht gewogen ist. Der hatte eine große Überschrift, wie viel NSDAP steckt in der AfD? Der Artikel war eigentlich entbehrlich, man hätte das mit dem Wort nichts hinreichend beantworten können, aber er hat also eine Seite dazu geschrieben. Gut, ebenso gut könnte ich fragen, wie viel völkischer Beobachter steckt in der Frankfurter Allgemeinen. Nicht? Und auch da, um nicht missverstanden zu werden, auch da wäre die richtige Antwort nichts. Nur, ich meine, wir stellen solche idiotischen Fragen nicht, die stellen die aber. Und die Leute sollen ja den Artikel gar nicht lesen, die sollen die Überschrift lesen. Und dann sollen die diese beiden Parteien in einer Überschrift sehen und dann soll daraus eine Assoziation erfolgen. Das ist der Sinn eines solchen Artikels. Oder wenn ich in Reutlingen, wie vor einiger Zeit geschehen, eine Rede halte, wie heute Abend auch, ein bisschen knackig und ein bisschen launig, aber mit keinem der Antifa-Leute, die uns dort liebevoll wie immer begrüßten, irgendeinen Kontakt hatte, die draußen ihre Bassbooster hatten, ihre Trillerpfeifen, die schrien Nazis raus, haut ab und so weiter. Ich bin an denen vorbei, weil ich schon aus Sicherheitsgründen mit denen keinen Kontakt haben darf, obwohl ich das manchmal reizvoll fände. Gehe rein, halte meinen Vortrag, am nächsten Tag steht im Reutlinger Generalanzeiger folgende Überschrift: Meuten pöbelt, Demonstranten blieben friedlich. Ja, steht da. Und wissen Sie, das ist auf der einen Seite lustig. Es ist es zugleich aber auch nicht. In dem Saal waren weniger Leute als hier, ich schätze mal so 200, wenn ich das recht erinnere, so in der Größenordnung. Wenn aber 200 Leute jetzt wissen, das ist Stuss, was da steht, gleichzeitig aber 20 oder 30 oder 40.000 Leute diese Überschrift lesen, die nicht da waren, dann glauben die das, steht doch in der Zeitung. Und dann wird es natürlich kritisch. Und solchen Journalismus gibt es eben auch. Und dann ist man doch relativ dicht dran an der Lügenpresse. Gott sei Dank sind solche krassen Entgleisungen dann aber auch die Ausnahme. Aber wir müssen uns dagegen wehren und wir wehren uns dagegen. Auch übrigens auf unsere Weise. Wir könnten ja sagen, das ist alles fürchterlich unfair, ein großes Mimimi verfallen. Aber so sind wir nicht. Wir sind ja Mutbürger. Wir wehren uns und zwar auf unsere Weise. Zum Beispiel auf die Weise wie heute Abend hier. Und das ist nicht die einzige AfD-Veranstaltung, sondern es finden republikweit heute solche Veranstaltungen statt. Wir machen solche Veranstaltungen und erreichen damit die Menschen, ganz egal, was die über uns schreiben. Und das funktioniert ganz grandios.
dann haben wir noch eine Methode, die klappt noch besser. Wir sind im Grunde genommen die, sagt man uns ja auch nach, die Netzpartei, in dem Sinne, dass wir die sozialen Medien nutzen wie keine andere Partei. Wir haben die mit weitem Abstand höchste Resonanz in den sozialen Medien, sei das Facebook, was wir besonders stark bespielen, sei das Twitter, sei das YouTube. Wir machen das und wir machen das kompetenter und besser als die meisten anderen und erreichen damit Hunderttausende von Menschen. Ich habe Einzelposts, die gehen über 1 Million hoch und ich habe regelmäßig welche, die erreichen 300.000-400.000 Leute. Und auf der Bundesseite ist das sowieso. Dagegen kann man nun mal nichts machen. Sollte man meinen. Aber die Konkurrenz schläft nicht und ganz doof sind die auch nicht. Dann gucken die eben, was man vielleicht dagegen machen kann. Und dann haben wir einen etwas linkischen Bundesjustizminister, Heiko Maas. Dem fällt dazu was ein. Der entwickelt dann ein sogenanntes, Achtung Wort ungeheuer, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich kapiere den Begriff als solchen nicht. Es wäre ehrlicher und aufrechter, es einfach als Zensurgesetz zu bezeichnen. Und in der Tat fängt dieser Mist bereits an zu wirken. Und das macht uns beträchtliche Schwierigkeiten, weil uns unsere Seiten irgendwann zugemacht werden oder jedenfalls temporär gelöscht werden und weil vielleicht bei einigen auch die Schere im Kopf beginnt. Und das ist genau das, was wir in einer freien Gesellschaft vermeiden müssen. Wir sind die Partei und wir sind die einzige Partei, die in diesem Land eine konsequente Meinungsfreiheit auch für die Meinung der anderen fordert, meine Damen und Herren. Wir sind das. Und dafür möchte uns der gute Herr Maas jedenfalls zu Teilen unter Verfassungsschutzbeobachtung stellen. Ich sage Ihnen, dessen Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist verfassungswidrig. Ich könnte das auch begründen. Und wer dann hier unter Verfassungsschutzbeobachtung gestellt gehört, das ist der Bundesjustizminister und nicht wir. Und auch hier, und beachten Sie das, haben wir natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das Kapitel Medien damit einmal beende. Nicht nur sind wir die Einzigen, die sich konsequent gegen Zensur wenden und für volle Meinungsfreiheit eintreten, sondern wir sind auch die Einzigen, die für eine Abschaffung der bestehenden Form der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eintreten. Und da werden die Unterschiede denn deutlich. Wenn Sie weiter GEZ-Gebühren zahlen wollen, viel Spaß bei den Kartellparteien. Wenn Sie daran wollen, Sie wissen, was Sie zu wählen haben am 24.09. Und eine dritte Gegnergruppe will ich nur ganz, ganz kurz würdigen. Ich lasse heute einiges weg, was ich gerne auch noch hätte, aber manches kann ich nicht weglassen. Ich habe so meinen Kampf, ich gestehe das, mit den Kirchen. Denn auch die sind leider, muss ich sagen, eine Gegnergruppe von uns. Hier bekämpfen uns die, die uns eigentlich am gewogensten sein müssten. Die CDU führt das Christliche im Namen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das C im CDU mehr so die Sichel des islamischen Halbmonds heute ist, als... als noch das Christliche abbildet. Und wir sind Familienpartei. Wir setzen uns wie keine andere Partei für Ehe und Familie ein. Wir sind eine Partei, die für den Lebensschutz kämpft. Wir haben nicht zufällig besonders viele engagierte Christen in unseren Reihen. Und bei uns stößt es nur auf Unverständnis, wenn eine Frau Kessmann sagt, 2 deutsche Eltern, 4 deutsche Großeltern, da weiß man, woher der braune Wind weht. Denn das hat sie gesagt und davon will sie heute nichts mehr wissen. Wir verstehen diesen Verrat am eigenen Verkündungsauftrag nicht, um das deutlich zu sagen. Und was ich als besonders schockierend hier empfinde, ist die Ablehnung jedweden Dialogs, weil nicht zuletzt auch ich habe immer wieder den Dialog mit Kirchenvertretern angeboten. Ich gehöre der katholischen Kirche an, die weigern sich kategorisch mit uns überhaupt nur zu sprechen. Und das ist natürlich traurig. Also ich habe gemeinsam mit Wolfgang Ockenfeld schon in den 90er Jahren mitgearbeitet an einem Buch, das er herausgegeben hat, in dem ich auch geschrieben habe. Das hieß Dialog statt Dialogverweigerung. Und das ist ein urchristlicher Gedanke. Man muss miteinander sprechen, nicht übereinander sprechen. Und das wird uns von beiden Kirchen übrigens konsequent verweigert. Und
Ich schließe das mal damit, dass ich mittlerweile wirklich den bösen Verdacht habe, ich sage bewusst, das ist ein Verdacht, er ist ein böser Verdacht, dass die Kirchen vielleicht einfach zu gut an dieser ganzen Migrationsproblematik verdienen. Und ich schließe auch dieses Thema mit einer klaren Markierung des Unterschieds zu den Kartellparteien ab. Wir sind die einzige Partei, die die jüngst im Bundestag beschlossene Ehe für alle konsequent ablehnt. Genauso übrigens wie das ganze Gender-Gaga, dass alle mitmachen und dass wir für so abstrus halten, wie es nun mal ist. Auf die Gegnergruppe Antifa gehe ich jetzt mal nicht gesondert ein und ihre Unterstützer. Ich denke, das ist so hinlänglich bekannt, wurde heute Abend auch schon so beleuchtet, dass ich das weglasse. Ich komme damit zu einem vermeintlichen Gegner und zu einer ernsten Thematik, die ich am Anfang meiner Ausführungen kurz angesprochen habe. Da habe ich gesagt, die zerlegen sich selbst, das ist eine der Behauptungen. Wir hätten also auch interne Gegner und es gibt diesen Satz: Das, was der AfD alleine noch schaden kann, sind nicht die externen Gegner, das sind sie selbst. Nur die AfD selbst kann sich noch kaputt machen. Und das Risiko sei groß, weil wir tun etwas Ungeheuerliches. Wir streiten. Das hat man in Deutschland nicht so gerne. Streiten ist was Schlechtes. Soll alles friedlich sein. Aber ich bitte Sie, wir sind eine Partei und versuchen Sie das mal aus dieser Perspektive zu sehen. Denn ja, es stimmt, wir streiten durchaus. Aber wir sind eine Partei, die ist gerade mal 4 Jahre alt, jünger als alle anderen. Die hat sich zusammengefunden aus ganz vielen Menschen unterschiedlicher, auch politischer Herkunft. Da kommen ganz viele frustrierte Nichtwähler zu uns, die sagen, endlich gibt es wieder eine Alternative. Da kommen ganz viele ehemalige Christdemokraten, die in der CDU waren oder in der CSU, weil sie konservativ geprägt sind und die sehen mussten, wie die CDU den Konservatismus verraten und verkauft hat unter Angela Merkel. Und da sind ehemalige Freidemokraten, die gesehen haben, dass die FDP für vieles steht, aber nicht für Freiheitlichkeit, sondern stattdessen eine reine Lobby- und Klientelpartei ist, die wechselnde Positionen willkürlich ausfüllt, um Macht zu generieren. Und da sind unter uns viele, die aus der SPD gekommen sind, was lange übersehen wurde, denn wir sind ja angeblich rechts und die sind angeblich links. Das sind ganz komische Schemata. Wir haben ganz viele enttäuschte Sozialdemokraten in unseren Reihen, die schon lange begriffen hatten, dass die SPD für vieles steht, aber nicht für soziale Gerechtigkeit, die eine Partei der sozialen Gerechtigkeit suchen und das bei uns finden. Ja? Und dann sind da auch ein paar ehemalige Grüne und ein paar ehemalige Ganzlinke reingekommen. Das ist also sozusagen ein Schmelztiegel unterschiedlichster politischer Herkünfte. Und dass man dann um eine gemeinsame Programmatik ringt, ist notwendig, ist auch richtig. Das ist mal ein interessanter Klingelton, aber kann darüber nicht hinweggehen. Aber es gibt ja diese eine Taste, Dankeschön. Ja, so. Früher habe ich die Leute immer angeraunt, seit mir aber mehrfach passiert ist, dass mein eigenes Handy gegen eine, auf der Bühne stehend, sage ich nichts mehr. Ja? Wenn man im Glashaus sitzt. Aber Sie haben mich damit rausgebracht, sehen Sie mal. Wenn wir jetzt also diese verschiedenen Positionen in ein gemeinsames Programm bündeln, dann müssen wir streiten und das ist gar nichts Schlechtes, das ist etwas Notwendiges. Wir tun das vielleicht manchmal noch, das ist unsere Unerfahrenheit, auch die darf man nach 4 Jahren noch haben, etwas zu laut und etwas zu öffentlich. Das mag zuweilen vorkommen, ich gebe das zu. Aber da sind wir auf, wie ich finde, einem guten Lernprozess. Wenn es dann Richtung Wahlen geht, Sie haben das jetzt exemplarisch am Wahlprogramm gesehen, wir bündeln uns dann gemeinsam hinter einem Wahlprogramm, hinter auch Spitzenkandidaten und wir haben 2 ganz vortreffliche in Alexander Gauland und Alice Weidel. Und dann ziehen wir mit diesen famosen Kandidaten und dem tollen Programm gemeinsam in den politischen Kampf. Und das funktioniert.
Und wenn dann andere sagen, die Medien konstruieren aus solchen Kleinigkeiten einen Streit, das ist schlichtweg lächerlich, weil sie irgendetwas suchen, um uns auszubremsen, aber das gelingt ihnen ja nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dieser Streit etwas Notwendiges ist in der Demokratie, und ich vergleiche das immer mit Parteien, in denen eben nicht gestritten wird. Nehmen Sie exemplarisch die CDU. Da gibt es genau eine Meinung für die ganze Partei. Das ist Muttis Meinung. Ja? Und wenn man da nicht Muttis Meinung ist, dann kommt der böse Generalsekretär Dauber, bezeichnet einen als Arschloch, und im Übrigen ist man sowieso politischen Kopf kürzer. Und wenn diese Frau Merkel dann eine gähnend langweilige Parteitagsrede hält, über 70 Minuten, die Kameras fangen die einschlafenden Zuschauer als Delegierte ein, dann müssen die anschließend aufstehen und 11 Minuten vorbestellten Applaus wie die Duracell-Klatschhäschen darbieten. Ja? Die streiten nicht, da ist Streit verboten. Und dann muss ich Ihnen sagen, dann bin ich lieber in einer Partei, in der demokratischer Diskurs noch stattfindet, in der wirklich gestritten wird. Und wenn Sie meinen, schlimmer als in der CDU geht es nicht mehr, muss ich Ihnen sagen, doch. Denn wir haben ja noch die SPD. Ja, die sind noch einiger. Die haben ihren Kim Jong-Schulz. Ja, der Mann muss, anders ist das doch gar nicht erklärlich, eine wahre Lichtgestalt sein. Na, also der ist im Februar mit 100% aller Stimmen sowohl zum Parteivorsitzenden als auch zum Kanzlerkandidaten gekürt worden. Ist das nicht grandios? So viel Einigkeit, was muss das für eine wundervolle Partei sein? Das hat's, und so komme ich auf den Namen Kim Jong-Schulz, noch nicht mal beim Erich in der SED gegeben. Aber in Nordkorea, da kennt man eben 100% Ergebnisse, in Nordkorea und bei der SPD. Und da muss ich Ihnen dann sagen, da bin ich froh und stolz, dass ich in einer Partei bin, in der es sowas nicht gibt. Und der Tag, an dem in der AfD, wer auch immer, mit 100% aller Stimmen zum Chef der Partei gewählt wird der Tag sein, an dem ich garantiert nach Hause gehe, weil dann ist es vorbei mit Demokratie in der AfD. Das will ich gar nicht. Das sage ich Ihnen. Also so viel zum Thema der schrecklichen Uneinigkeit von uns. Wir können damit leben. Ist übrigens auch, ein Ammenmärchen. Nicht? Wie oft haben die uns gesagt, die streiten sich kaputt. Die haben uns, also Alexander Gauland und ich, wir wissen das aus guter Erinnerung, Martin Renner auch, 2015, Essener Parteitag, da haben die gesagt, jetzt zerlegen die sich total, von denen bleibt nichts mehr übrig. Die haben schon jubiliert, die AfD ist am Ende, jetzt haben die sich kaputt gestritten. Naja, die Resultate sind bekannt. Damals war eine Partei, die noch an der 5%-Hürde war, über die wir heute gar nicht mehr nachdenken müssen. Gestritten haben wir uns weiter, aber es hat uns nie geschadet. Wir werden das auch weiterhin aushalten, weil nämlich Streit zur demokratischen Kultur gehört. So simpel ist es. Ich will Ihre Geduld nicht überstrapazieren, darum nenne ich jetzt die anderen thematischen Dinge wirklich nur ganz kurz in Stichworten, weil ich denke, sonst wird es zu lang. Ich bin hier der dritte Redner und irgendwann reicht es dann auch mal. Normalerweise frage ich immer, wenn gefragt wird, was wollt ihr eigentlich anders machen als die anderen, dann kommt eine Gegenfrage, haben Sie mal 24 Stunden Zeit? Weil wir wollen so viel anders machen, dass... Ja, das braucht Zeit, und diese Zeit will ich Ihnen aber zu fortgeschrittener Stunde nicht abverlangen. Lassen Sie mich das darum ganz kurz in Stichworten nur anreißen. Wir wollen natürlich ein anderes Asylrecht, und Alexander Gauland hat erklärt, warum. Das Asylrecht, das wir haben, ist geschaffen worden für eine komplett andere Situation als die wir heute haben. Und diese Situation ist eine historische, und darauf müssen wir eine Anpassung des Asylrechts haben. Das ist völlig unstrittig. Und wir wollen auch ein Zuwanderungsrecht haben, das anders ist, und zwar eines, das klar regelt, wer hier herein darf, unter welchen Bedingungen, eine dauerhafte Bleibeperspektive erhält und wer nicht. Und wir wollen dieses Zuwanderungsrecht, streng losgelöst vom Asylrecht, daran ausgerichtet haben, wer in unsere Gesellschaft hineinpasst, wer bereit ist, unsere Regeln einzuhalten, wer zu unserer Wertschöpfung beizutragen bereit ist und fähig ist. Und wir wollen einen Ordnungsstaat auf ganzer Linie. Recht und Ordnung zu fordern, ist etwas Stinknormales. In diesem Land gilt das schon als rechts- und außergewöhnlich.
Aber der Staat kann nur auf der Basis klarer Ordnungsprinzipien, die eingehalten werden und über deren Überwachung, über deren Einhaltung gewacht wird, funktionieren. Und sehen Sie, wir haben zu Teilen noch einen funktionierenden Ordnungsstaat. Zahlen Sie mal Ihre GEZ-Gebühren nicht. Sie werden den Ordnungsstaat kennenlernen, in letzter Konsequenz. Oder wie es mir geht und wie ich weiß, Alexander Dornand auch, zahlen Sie mal die netten Fotos, die auf unseren Autobahnen geschossen werden, nicht. Auch da, er hat viele, ich auch. Ja? Ich kriege ständig welche zugesandt. Dann lernen Sie den Ordnungsstaat aber so richtig kennen und das kann ziemlich unangenehm werden. Und so unangenehm das werden kann, ist das dennoch richtig, weil auch das ist Recht und Gesetz und ist einzuhalten. Und in diesen kleinen Dingen, übrigens besonders da, wo der Staat etwas einnehmen kann, funktioniert der Ordnungsstaat immer noch vortrefflich. Aber in den großen Dingen, da funktioniert er nicht. Anders ist doch nicht erklärbar, dass hier ein Netto-Nafri, marokkanische Abstammung, mit 20 Scheinidentitäten Kasse macht und über 8.000 Euro netto im Monat bekommt, steuerfrei, weil es ist ja Sozialleistung. Das geschieht auch in diesem Land. Oder wo ein deutscher Bundeswehrsoldat sich als syrischer Flüchtling registrieren lässt. Kein Wort Arabisch sprechen, als syrischer Flüchtling. Ist es denn in unserem Land so weit gekommen, dass mittlerweile schon Deutsche im eigenen Land Asyl beantragen müssen? Das ist doch ein einziges Chaos, was wir hier erleben. Ja? Die AfD ist eine Partei, die auf die elementaren Ordnungsfunktionen eines Staates pocht. Das ist innere Sicherheit, das ist äußere Sicherheit, das ist Infrastruktur, das ist eine soziale Versorgung für diejenigen aus der eigenen Bevölkerung primär, die sich selbst das Existenzminimum nicht zu sichern imstande sind. Und das ist Bildung. Das sind die Bereiche, wo wir einen Staat brauchen und da muss er funktionieren. Und das ist ein... Das ist finanzierbar mit überschaubaren Abgabelasten. Hier wurden heute Abend schon die Staaten Norwegen und Schweiz genannt. Die können Sie exemplarisch nehmen. Ich nehme immer die Schweiz als Beispiel. Die arbeiten mit einer Staatsquote von 36%. Wir fordern, eine Staatsquote auf 40% und Abgabenquote auch auf 40% zu reduzieren. Wir sind übrigens diejenigen, die auch da mit klaren Zahlen arbeiten. Die anderen schwadronieren da irgendetwas von Steuergerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit. Wir garnieren das mit Zahlen. Wir sagen, was wir wollen. Können Sie in unserem Wahlprogramm lesen. Und das macht eben den Unterschied. Und wir wissen, dass das geht. Unser Staat, unsere Bevölkerung, unsere Leistungsfähigkeit kann diesen Staat mit 40% Abgabelasten locker finanzieren, wenn wir uns auf diese Kernaufgaben besinnen. Und das ist die ursprüngliche Konzeption unseres Landes und auch übrigens unseres Wirtschaftssystems, der sozialen Marktwirtschaft. Das ginge. Wollen muss man das und machen muss man das. Und die tun das nicht. Und wenn wir drankommen, dann wird das wieder gemacht. Dann wissen Sie, ich will das nur ganz kurz noch mal genannt haben, dass für uns alle Herzblut ist, und auch das ist eine Verneigung vor der Schweiz, die es nämlich richtig machen, direkt demokratische Entscheidungen. Lassen Sie den Souverän entscheiden und Sie werden diese Beschränkung der Abgabelasten ganz automatisch erleben, weil nämlich die Bevölkerung dann entscheidet, was sie will und was nicht und nicht vermeintliche Eliten. Und das geht. Die Schweiz lebt es uns vor und das eint uns natürlich alle, das wollen wir. Und auch damit werden wir beginnen, wenn wir dereinst mal die Chance bekommen. Die werden wir jetzt noch nicht bekommen, das wissen wir sind nicht vermessen, aber das wird sich ergeben, hier mitzubestimmen. Dann werden wir diese direkt demokratischen Entscheidungen durchzusetzen beginnen. Und schließlich... Schließlich eben eine Beendigung dieses Euro-Rettungswahns und eben auch eine Beendigung dieser absurden Zinspolitik. Schauen Sie mal, was mit Ihnen gemacht wird. Wenn Sie sich ökonomisch vernünftig verhalten in diesem Land, dann werden Sie enteignet. Sie können machen, was Sie wollen. Und es wird noch Schlimmeres gefordert. Christine Lagarde, Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, schickt sich an, Herrn Juncker beerben zu wollen. Schön, wenn Herr Juncker endlich in Ruhestand geht. Darauf warten wir seit Jahrzehnten. Was fordert Frau Lagarde, die ehemals französische Finanzministerin war, Nachtigall, Ecole der Trapsen? Die sagt, 2% Inflation ist zu wenig, wir brauchen mehr und gleichzeitig sollen die Deutschen sich gefälligst an die Nullzinspolitik gewöhnen. Ja, wenn Sie 0% auf Ihre Ersparnisse bekommen und Sie sollen ja Teile Ihres Einkommens für Altersvorsorge sparen und gleichzeitig haben Sie eine Inflationsrate von 2% plus X, dann ist das nichts anderes als Enteignung, was wir da erleben. Zu einer
zu einer vermeintlichen Rettung der südeuropäischen Staaten, die auf diesem Wege ökonomisch gar nicht gerettet werden können. Das kommt als Verrücktestes noch hinzu. Sie sehen, wo Sie hingucken, welches Sachgebiet der Politik Sie auch nehmen. Wir haben überall alternative Vorstellungen und wir sind sehr wohl imstande, die alle zu begründen. Das zur abstrusen Vorstellung der einen Themenpartei. Was wir nicht wollen, sind diese selbsternannten Volkserzieher von den Grünen, die ihr Vaterland offenkundig hassen. Ich will Frau Roth hier gar nicht zitieren. Wenn alles müde wird, muss man nur so ein paar Namen reinwerfen. Ja? Klappt immer. Das ist funktioniert, ich kann es Ihnen sagen. Roth oder Stegner oder Göring-Eckardt. Ja. Sehen Sie, jetzt kriege ich noch 5 Minuten und dann machen wir Feierabend. Wunderbar, dann bin ich auch wirklich fertig. Schauen Sie, das sind im Grunde genommen reinrassige Sozialisten. Was haben wir im Parlament? Wir haben 2 sozialdemokratische Parteien. Die einen nennen sich Sozialdemokraten, die anderen nennen sich Christdemokraten. Diese beiden Parteien regieren uns derzeit. Dann haben wir 2 sozialistische Parteien. Die einen nennen sich auch Sozialisten, das ist die Linke. Die anderen sind Sozialisten und scheinen das nicht mal zu begreifen. Das sind die Grünen. Ja? Das ist dann die Opposition. Es ist so. Und die sind auch tatsächlich, sie sind so beliebig austauschbar, wie wir das immer sagen. Es ist völlig egal, wer uns da regiert. Ob sie jetzt eine sogenannte Jamaika-Koalition kriegen oder wieder eine große Koalition, ob eine FDP, zu der Sonderthema. FDP gibt es gar nicht mehr, es gibt nur die Christian-Lindner-Partei. Ja? Sie kennen diese Werbung, alle 11 Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst. Ja. Also die sollten es vielleicht wirklich mal in der Parfumbranche versuchen, dann kriegt Douglas Konkurrenz, aber mit Verlaub, mit Politik hat das, was die FDP da veranstaltet, wenig zu tun. Das ist aber kein Novum bei der FDP. Ihr geht es ja auch nicht um Politik, ihr geht es um die Futtertöpfe und die werden Sie mit jedem teilen. Nicht zufällig nenne ich die FDP immer die wandernde Matratze der deutschen Parteienlandschaft. Ja. Die können Sie mal getrost vergessen. Und bei Merkel brauchen wir nicht mehr groß drüber zu reden. Sie sagt, wir schaffen das und meint eigentlich, wir schaffen euch. Und mit euch ist das deutsche Volk gemeint. Darüber müssen wir nicht reden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Frau Merkel wieder Kanzlerin werden wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass die CDU in den kommenden 4 Jahren dann ihr absolutes Waterloo erleben wird. Weil damit nämlich noch offenkundiger werden, was die anrichten. Und mit wem die das gemeinsam machen, ist völlig egal. Sie können auch überlegen, die klugen Köpfe von der SPD zu wählen. Also nicht nur die Namen sind gruselig, die hatte ich ja schon genannt. Die plakatieren auch tolle Sachen. Ich fuhr auf der Fahrt hierher an einem Großplakat der SPD vorbei. Das fand ich jetzt mal richtig knackig. Da steht drauf, vielleicht können Sie das auch entdecken, Bildung darf nichts kosten, außer etwas Anstrengung. Das finde ich jetzt mal richtig interessant. Die SPD schlägt also vor, alle Lehrer zu entlassen, alle Schulen zu schließen, alle Hochschulen zu schließen, alle Professoren zu entlassen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, denn Bildung darf nichts kosten. Und wenn man Lehrer nicht mehr bezahlen kann, weil es ja nichts kosten darf, oder meinen die das gar nicht so? Was meinen die eigentlich? Ich sage Ihnen, was Sie meinen. Heiko Maas erklärt uns das. Zitat: Das kostet nichts, das zahlt der Staat. Und da erkennen Sie das ökonomische Genie der SPD. Ja? Mein Großvater, der schon sehr lange nicht mehr lebt, der hat mir schon als Kind etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, die Sozis, die können nicht mit Geld umgehen. Recht hatte er. Sie müssen sich aber auch mal vorstellen, welche Anmaßung da drin steckt. Natürlich wollen die nicht die Schulen schließen. Die wollen, dass Bildung umsonst bleibt. Aber Bildung kann nicht umsonst sein. Bildung kann höchstens vergeben sein. Und ich habe den Eindruck, bei vielen Sozialdemokraten ist genau das geschehen. Ja?
Die sind nicht gut im Rechnen, noch im Herstellen und Erfassen einfacher Zusammenhänge. Sind die wirklich so dumm? Ach, so gemein möchte ich gar nicht sein. Ich glaube, die Sozis haben einfach nur ziemlich großes Pech beim Denken. Das ist ein Problem. Lassen wir das. Und es soll nun wirklich ein Genügen haben. Und die Verheißung eines nahen Endes meiner Rede soll nun langsam dann auch wirklich zur Gewissheit werden. Ich will zum Ende kommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie im neuen Deutschen Bundestag, der am 24.09. gewählt wird, eine Stimme konservativen Denkens sehen wollen, dann gibt es genau eine Partei, die Sie wählen können. Früher hätte es vielleicht auch noch die CDU gegeben, aber das ist Geschichte. Heute gibt es eine Partei und das sind wir, die Alternative für Deutschland. Es gibt keine andere konservative Partei in diesem Land. Und wenn Sie eine Stimme der Freiheitlichkeit im Deutschen Bundestag haben wollen, die derzeit überhaupt nicht vorhanden ist, ich sagte zwei sozialistische Parteien, die FDP ist vermeintlich freiheitlich, führt das im Namen, aber davon ist es tatsächlich in ihrer praktizierten Politik nicht zu erkennen. Es gibt eine Partei, die für Freiheitlichkeit steht, und das ist auch die Forderung einer sinnvollen Beschränkung des Staates, und das sind wiederum wir. Freiheitlichkeit im Bundestag gibt es nur mit uns, mit der Alternative für Deutschland. Und wenn Sie dann ungeheuerlich womöglich auch noch sowas wie Heimatliebe und Vaterlandsliebe und Stehen zu Deutschland, das, was man auch Patriotismus nennt, im Deutschen Bundestag haben wollen, dann gibt es erst recht nur eine Alternative, und das sind auch wir, meine Damen und Herren. Im Ergebnis, es wird allerhöchste Zeit, dass die schon länger hier Lebenden, die schon länger hier Regierenden endlich und nachhaltig in die politische Wüste verabschieden. Von Entsorgen will ich ja gar nicht sprechen. Ja? Lassen Sie uns also am 24.09. dem Konservativen, dem Freiheitlichen und dem patriotischen Denken endlich wieder eine Stimme im Deutschen Bundestag verleihen, eine starke, eine wirkmächtige Stimme der echten Opposition gegen die noch vorherrschenden Deutschlanderschaffer der Kartellparteien. Geben Sie, ich bitte Sie herzlich darum, am 24.09. Erst- und Zweitstimme uns, der Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Applaus